We out here at Hua, it's fucking lit as shit. Whole gang out here, yeah. Man, we krijgen jantjes. Van Denton, maar Kruijzer gaan we jantjes geven. That's the stage you just killed a couple hours ago. And I killed shit. You got sick. Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen aus dem schönen Holland, unser Nachbarland. Wir sind beim Wuha Festival 2018. Ich persönlich bin zum allerersten Mal hier. Es ist vielversprechend, denn das ganze Gelände ist, glaube ich, auf so einem Safari-Park oder so. Das wird sich gleich zeigen. Ich habe schon Stories gehört, wo, dass man hier Giraffen sehen kann. Also real Giraffen, ja, neben was weiß ich, A$AP Rocky. Ist auch ein krasses Line-Up hier dieses Jahr. Wir werden alles abchecken, euch mitnehmen zum ersten Mal, euch zeigen, was hier abgeht. Ja, viel Spaß beim Wuha 2018 mit hiphop.de. Freunde, am Haupteingang angekommen. Ihr seht es hier, Snipes Wuha Festival 2018. Wir gehen jetzt ein bisschen über das Gelände. Ich habe gehört, man kann hier 360 Grad Fotos machen lassen. Das werde ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Wie gesagt, wir sind auf der Suche nach Giraffen. Ja, ihr habt richtig gehört, Giraffen sind hier irgendwo auf dem Wuha. Des Weiteren kann man zum Beispiel Boot fahren und nicht zuletzt bin ich natürlich sehr hungrig. Also gucken, was es zu essen gibt, was es zu trinken gibt, was es hier zu machen gibt auf dem Wuha Festival 2018. Hiphop.de nimmt euch mit zum ersten Mal für uns, vielleicht auch zum ersten Mal für euch. Ey, wenn einer von euch schon mal beim Wuha war, schreibt das bitte in die Kommentare. Ich habe gehört, letztes Jahr war ein ganz anderes Setting. Also da war das auch wo ganz anders auf so einem Industriegelände. Diesmal ist es in einem Safari-Park, also auch voller Style-Switch so. Wenn einer schon mal hier war, kann er ja mal schreiben, nachdem er das Video gesehen hat, wie unterschiedlich ist das zum letzten Mal, zu den letzten Jahren. Das gibt es ja jetzt, glaube ich, zum vierten Mal. Wir nehmen euch jetzt erstmal mit zur vierten Edition. Wuha, kommt mit. Freunde, hier kann man mit einem Boot fahren. Das ist natürlich standesgemäß ein sehr geiler Namensweg. Of course, the boat. Freunde, wir werden jetzt ein 360-Grad-Foto machen, ungefähr wie das hier. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Zieht euch einfach das ganze Spektakel rein. Okay, ready? Okay, 3, 2, 1. Das ist übrigens hier die Hauptbühne, also sogenannte Hauptbühne. Es gibt hier ein paar sehr große Bühnen, die sind alle fast gleich groß. Das ist die Snipe Stage, sogenannte Hauptbühne. A$AP Rocky wird gleich auftreten. Ich glaube, die Migos werden auch darauf auftreten. Wie ihr seht, der ganze Bereich hier bis hier hinten wird komplett voll sein. 35.000, wenn ich mich nicht irre gerade, circa 35.000 Menschen werden erwartet pro Tag zum Wuha Festival. Alter, das wird eine echt ganz schön große Menge zum Vergleich. Ja, beim Open Air Frauenfeld sind jedes Jahr, jeden Tag am Ende quasi, wenn der Headliner am Start ist, so um die 60.000 Leute, die zuschauen. Das ist natürlich nochmal eine Nummer größer als hier. Beim Splash, ich glaube, ich habe keine aktuellen Zahlen, ich glaube so um die 20.000. Deswegen ist das hier schon auf jeden Fall eindrucksvoll, Alter. I need small, me personally. I'll take this one and probably the sweater and I'll guess small as well. Wenn abends kalt wird, weil auf Festival wird immer kalt. Ihr wisst Bescheid, Wuha-mäßig 2018. Damit auch jeder weiß, dass ich hier war. Ihr seht mich gleich mit dem Ding hier rumrennen, weil T-Shirt-Wechsel ist angesagt. Look at me, yeah, look at me.
Wie gefällt es euch? Ist schon gut, ja. Aus Deutschland hier. Gershi mit Tupac-T-Shirt. Artist Backstage übrigens. Außer, dass es hier natürlich gutes Essen gibt, gutes Trinken. Unsere Homies von Snipes, wie immer, groß aufgefahren haben. Was machst du, oder? Ja, Film. Darf ich dich filmen? Ja, ich mach Film. Ja, Freunde, außer wie gesagt, dass unsere Freunde von Snipes groß aufgefahren haben, gibt es hier diverse Unterhaltungsmöglichkeiten, wie einfach mal ballen auf Festival im Backstage, warum nicht? Ihr hört ja, es läuft die ganze Zeit Musik. You get me, I'm here with Hip Hop B, bro. Hip Hop B, man, I'm Ty Juhana, you get me. What you doing here, bro? How you doing? I'm here flexing, man. Oh, just flexing, alright. How you like the festival? And how? I like it, fam. I like it. Rotterdam. Rotterdam? Yeah. You're from Holland. That's a lot. It's a lot of X from Holland. It's a lot of X from Holland here on the festival? For real? A lot of X. Van dat naar mijn kruis gaan we Jantje geven. Dat wil ik zien. Lief Jantje. You're from Holland. If you don't know him, don't know me, man. What's up, how you doing, bro? Yo, rock one. It's your boy Luis Ramos. Follow me on Instagram, Luis Ramos 3. We out here at Wua. It's fucking lit and shit. Whole gang out there, yeah, man. Straight from Holland? Straight from Holland, man. Where you from, Holland? I'm from Rotterdam, the place to be. Fuck Amsterdam. No. I like my people from Amsterdam. Love y'all. In Holland, we're all united, fam. Yeah, yeah. We're all united. Better than, yeah. I see, bro, all cultures united, all the people united in Holland. It feels good to be on Wuhan Festival, man. It's a good vibe out here. Thank you, fam. Yeah, yeah. I really think. Not leaving you. Where are you from? America. Germany, bro. Germany, yeah, yeah, we're neighbors. You are Turkish? Nah, Iranian. Iranian? Yeah. Okay, wir haben circa 21.30 Uhr, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das ist behindert, ne, wie ich in der Kamera rede. Waren jetzt alle auf Black? Oder, Marco? Yeah, shit in the building, man. That's the stage you just killed a couple hours. And I killed shit. I got sick. You didn't just kill the stage. You went off the stage, killed the crowd, played some 90s classics. Yes. Ripped that shit. Bro, what happened? But I gotta introduce the youth to the classics. What happened right before the show, though? Hey, so, if some of y'all want to take the other side of the stage, I passed out. I have vertigo, so I fucking fainted. Fuck, man. Plus, your slot was kind of pushed back. You were on like for, I don't know who I was on for, but just know that next time I come back here, I'm gonna make sure I take my medicine and I kill this shit. Hey, I saw the show like halfway through that, and I didn't even realize you had a vertigo or something. Something was wrong, because I was like, yo, he's killing it. We gotta cover it up. We can't let people know our problems. Professional shit, man. You know what it is. You already know what it is. Out here in Germany, what up, man? Switzerland, what up, man? Yeah, man. Amsterdam, what up? I'm gonna be back. Shout out to everybody showing me love, man. Gashi's the man. Yeah. Yo, I think the speakers are broke, but the song just sucks. Yeah, falls man. Up. Stay check away. Out. You heard? Check out the interview we did at Frauenfeld. Check out the new singles. How can people find you on Spotify? What singles say you should find? Oh, man, find me at G-A-S-H-I. God is good. Come here, baby. Come here.
Shout out to this girl right here. Cologne was fucking crazy. My tour was crazy. Hamburg was crazy. But the best show was with her. Du weißt, dass du Superstar-Modus erreicht hast, wenn du hier auf dem Wuha spielst, auf der etwas kleineren Bühne, wie Black gerade. Also habt ihr ja gesehen, ist ja trotzdem full und die Leute gehen ab. Und wenn hinten auf der Bühne dir zugucken, Gashi, Joey Badass und die drei Migos, Alter. Ich konnte die leider nicht filmen, weil die einen 8x8 Meter Ochsen da hatten, der quasi in 8 Meter Abstand die Leute weggeschubst hat. Das ist auch lustig jetzt, die Migos innerhalb von wenigen Monaten mehrmals gesehen. Einmal in Berlin natürlich diese ganze Geschichte da mit Ruth. Übrigens kommt eine riesen fette GQ-Story raus in einer der nächsten GQ-Ausgaben. Ich halte euch auf dem Laufenden, folgt mir bei Instagram oder so, dann werdet ihr das sehen. Von mir über die Migos, so ein kleines bisschen Interview, Behind the Scenes, Reportage, Porträt, blabiblub. Dann habe ich die in L.A. gesehen, in Santa Ana, als ich da war, um Masimoto zu interviewen. Dann waren die auf dem Frauenfeld. Dann waren die jetzt hier wieder, so 1000 Mal gesehen. Aber ich muss sagen, also Down-to-Earth-Jungs, Alter. Bisschen schwierig zu erreichen, ehrlich gesagt. Aber ey, die chillen hier hinten bei Black auf der Bühne, ziehen sich das Ganze mal rein. Also auf so Festivals ist immer sehr, sehr geiler Vibe unter den US-Artists. What's up, what's up? It's your boy Prince Journey, you feel me? We about to kill the stage, Wuha Festival. If y'all don't know me... It's about to come though. Next album is on the way. Songs on the way. Lyrics on the way. Best lyricist of this country. Better not know that. Where you from, bro? Amsterdam? I'm from Amsterdam. You feel me? You know what it is. So, what can I say? I'm with the team, Dr. Greenpeace. Gio Super in the building. Remon in the building. If you do not know us, bars came from the bottle. I'm sorry, I ain't gonna do that. You just gotta check my song out. Freunde, alle warten auf A$AP Rocky jetzt. Headliner heute auf dieser großen Snipes Mainstage. Ich hab mich auch mal in die Menge gesetzt, sozusagen. Es gibt hier so ein geiles, also mit dem Band kommt man hier quasi direkt vorne. Das ist voll komisch, das ist so Golden Circle mäßig. Hier sind auch nicht so viele, es ist ein bisschen leerer. Also was heißt leer, man hat Platz. Was geht ab, Freunde? Guten Morgen, guten Mittag. Zweiter Tag, für uns zweiter Tag, ja. Das Festival läuft 3 Tage lang. Wir waren am ersten Tag nicht dabei. Freitag war so eine Art Pre-Party. Heute ist Sonntag. Wir beginnen den Tag mit einer ziemlich geilen... Ich habe euch doch gesagt, ich suche nur nach den Giraffen hier eigentlich. Wir nehmen euch mit auf Safari. Komm, wir gehen auf Safari. Ich habe keine Ahnung, wie es aussehen wird, ob man die touchen kann, nicht touchen kann. Sehen kann, fotografieren kann, keine Ahnung. Aber ich habe gehört, es gibt hier eine Safari-Tour. Wir sind übrigens mit dieser Bobby unterwegs. Checkt ihn auf Instagram. Geile Fotos auch hier vom Festival. Und ja, wir werden abchecken, was es gibt. Zebra-Landschaft, Wuha 2018. Big zu Bergen heißt das Ganze hier. Hip-Hop-D nimmt euch mit. Also wenn ihr ein Festival sucht, auf dem ihr Giraffen treffen könnt, das hat sich bewahrheitet. Zieht euch das mal rein. Zieht euch das rein. Back auf dem Festivalgelände von der Safari zurück. Wir sind auf dem Weg jetzt zu Lil Xan. So sieht übrigens die Hauptbühne aus, die ihr gestern gesehen habt bei Ty Dolla Sign, Migos, A$AP Rocky, wenn hier niemand spielt. So, von da, wo wir losgelaufen sind, da sind die zwei, sag ich mal, größeren Bühnen, Open-Air-Bühnen. Sind wir über das ganze Gelände gelaufen und sind jetzt an der Kanna, oder sogenannte Kanna-Stage, keine Ahnung, angekommen, was unter einem Zelt ist.
und hier tritt Lil Xan auf. Ist eigentlich ein sehr ähnliches Line-Up wie beim Frauenfeld, muss man sagen, weil natürlich logischerweise, ne, die sind alle in Europa, wenn die einmal hier sind, werden die auch bei einigen Festivals gebucht. Und das Wuha macht ähnlich wie das Frauenfeld für mich so einen High-Level US-Eindruck. So. Also Frauenfeld trumpft er immer auf mit, ey, Digga, dieses Jahr war Eminem, Migos, J. Cole, Labi, Blub, so. Das Einzige, was hier zum Beispiel war, was beim Frauenfeld nicht war, war A$AP Rocky. Gestern Abend habt ihr ja gesehen. Und beim Frauenfeld gab es dann wiederum auch ein, zwei Acts, die es hier nicht gab. Aber im Großen und Ganzen, wer die Acts auf dem Frauenfeld feiert, außer jetzt die Deutschen, der wird auf dem Wuha auch sehr viel Spaß haben. Steht gewissermaßen auch im Zeichen von XXXTentacion's Tod, leider, der sich kurz davor ereignet hat. Ihr habt ja unsere Artikel gelesen, dass auf dem Frauenfeld sehr, sehr viele Künstler einfach so Tribute an ihn gespielt haben. Look at me, als Hommage, so ein bisschen als Huldigung. Wir haben gehört, dass es hier auf dem Festival so eine Art Schrein für ihn gibt. Wir suchen jetzt dieses Ding und checken mal ab, ob da überhaupt Leute sind und was da abgeht, was man da machen kann mit XXXTentacion. So, Freunde, irgendwo hier in diesem schönen Wald muss das Ding sein. Gehen wir jetzt mal suchen. XXX Tribute Station sozusagen. Das hier nennt sich, glaube ich, Little Cube. Ja, keine Ahnung. Dieses Festival hat so viele Stages und Areas. Ich habe noch bei weitem nicht alles gesehen, Philipp und ich. Weil es einfach so riesig ist und weil du halt überall auch irgendwie, habt ihr ja gerade gesehen, da ist hinten der Weg so vom Festival, dann gehst du rein, dann bist du hier plötzlich im Wald mit Hängematten. Essen habe ich ja eh schon gesagt, gibt es hier überall. Also schon echt crazy. Ah, guck mal. I'm Mr. Old Kanye. Straight from the go, Kanye. Ist ja geil, haben die so Quotes hier aufgehangen. Ist schon echt mit sehr viel Liebe gemacht. Siehst du das da hinten? Da ist es. Da sind wir. Zieht euch das rein. Say hi to Tupac. Komplettes Heft ist voll. Und dabei musst du diese Area erstmal so richtig finden. Wie gesagt, es war ein bisschen schwierig zu finden hier. Go ahead, rest on it. How you guys doing? Oh, we're doing great. Yeah, we love it. Yeah, you're from Holland? Great. Yeah. You like Wuha Festival? Yeah. We love it. First time here? No, I was last year too. Yeah. Last year. But last year was different, right? Last year was a lot smaller. It was like this and I was like fucking huge. Yeah. It's really fun, but it's also really exciting. Exhausting. You've been here all 3 days? Yeah. Which of the acts you like most? Richie Snow, we went today. Oh, Richie Snow. It was so nice. And he waved at us. He waved and he said, love girl. Yeah. So anybody you're looking forward to still? Beyonce maybe. Who? Beyonce? Beyonce. Yeah. Yeah, she's not here. I'm afraid to tell you. She's not here? No, she's not here. Well, I think I have to go then. J. Cole's gonna be here. J. Cole. Yeah. It's also fine. Sonntag. Gleich tritt noch J. Cole hier auf der Snipes Main Stage, was er gestern voll war bei A$AP Rocky. Heute macht das J. Cole. Wir nehmen euch noch mit zu J. Cole. Hoffentlich haben wir noch ein paar geile Bilder. Der Philipp sammelt noch ein paar geile Bilder vom J. Cole Auftritt. Ey, das war das erste Wuha Festival für mich persönlich. Schreibt unbedingt in die Kommentare, falls ihr schon mal beim Wuha Festival wart. Würde mich sehr interessieren. Ich habe gehört, dieses Jahr ist halt komplett anders als letztes Jahr. 35.000 Leute waren da. Wir waren für euch da, haben euch das Festival gezeigt, damit, ey, viele Leute schreiben natürlich immer Frauenfeld oder wo sollen wir hingehen, was gibt's für Festivals und so.
Das war jetzt, glaube ich, eine Woche. Boah, wir waren auf sehr vielen Festivals. Das war, glaube ich, eine Woche nach Frauenfeld. Geiler Vibe auf diesem Festival, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel zu essen, viel zu machen. Es ist wirklich wie so ein kleiner Freizeitpark, Alter. Geile Acts gewesen, super Vibe. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin nächstes Jahr definitiv wieder hier am Start, falls es sich irgendwie ergibt und nicht überschneidet mit anderen Festivals. Wir sind erstmal raus. Wir sind nächsten Monat im August auf dem Hype-Festival, Leute. Mitten im Ruhrgebiet, bei uns zu Hause in Oberhausen von Streetlife. Hype-Festival 2018, irgendwann im August sind auch wieder geile Acts am Start. Pomp ist am Start, der gerade hier auch aufgetreten ist. Dahin nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Bis dahin, Hip-Hop-D in the House, Wuha Festival 2018. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Einblick von uns. Und jetzt viel Spaß mit J. Cole, uns und euch natürlich. Peace out!